Okay, was genau mache ich mit einem leeren Fass? Kann ich hier mit dem Feenstaub jetzt irgendwie? Nee. What? Macht Sinn. Wo muss ich denn überhaupt raus? Da hinten. Hier hoch. Hier rüber. Hier runter. Hier rüber. Da lang. Okay, welche? Yeah, ho! Schließe die Blumenknospen. Es werden immer die nebenliegenden mit. Oh, wirklich? Gott verdammt. Arr. So, fast gut. Jetzt du? Dann du? Und dann... Ich will doch nur... Ah! Fuck this. Ist das unten hier aus? Wie kriege ich denn die beiden gleichzeitig an? Muss ich irgendwie mit hier rüber machen, oder? Toll. Ah, Dreck.
klassisch. Ah, Gott verdanget. Ich hasse sowas. Soll ich es einfach von der anderen Seite anfangen? Dammit, das ist fast gut, aber auch nur fast. Nee, das ist blöd. Warum gibt's keine Real-Life-DeLoreans? Ja, ich wünschte auch. Ich könnte schon zu dem Zeitpunkt vorspringen, wo ich es gelöst habe. Gott, das ist doch einfach alles nicht wahr. Warum kann ich nicht alle bis auf eine Knospe schließen? Wäre das nicht auch okay? Ah, fuck. Kein Bock da drauf. Wir haben ein echtes Schaf, wir brauchen kein Fake-Schaf. Denen ist irgendwas. Chamäleonbären, magische Bären. Wenn sich jemand im Busch nähert, werden sie unsichtbar. Natürlich. Gelbes Glas, dreimal. Grünes Glas, dreimal. Hier. Rotes Glas. Oh nein, das Vieh will irgendwas von mir. Ja, was willst du denn? Okay, danke, dass ich jetzt Blumen pflücken durfte. Aber warum? Vielleicht finde ich hier Chamäleonbären. Ich hoffe doch sehr. Ohne einen magischen Gegenstand bin ich hier doch aufgeschmissen. Wie wär's mit dieser magischen Axt? Also, das ist nur so eine Idee. Wir ziehen das Schaf einfach raus. Ich schneide das Skippen bestimmt nicht raus. Warum sollte ich? Wir pflanzen erstmal Karottensamen. Ich weiß zwar noch nicht genau warum, aber wir machen das mal. Ja, dann mach halt. Fantastisch. Okay, können wir hier oben was machen? Mit der Zange.
mit den Kristallen, mit der Axt, mit den Blumen, mit den Karotten, mit einem Amboss. Hat er vielleicht Heuschnupfen? Nein. Ich schätze, auch mit dem Drachen müssen wir einfach zuletzt interagieren. Das fast zuletzt. Das würde sehr viel Sinn ergeben. Ah, Kristalle. Ich erinnere mich, was war das doch gleich? Wir sind von einer. Ah, magische Lupe, natürlich. Damit wir den Chamäleon-Schniepel sehen können. Das war toll. Like not. Eine Fackel. Was haben wir hinten? Da glitzert doch etwas. Leider komme ich nicht heran. Axt? Nein. Zange. Jawohl. Eine Goldmünze. Natürlich. Ich habe ein Glas voll Dreck. Ich könnte stundenlang durch diese Wälder schlendern. Ich darf meine Aufgabe aber nicht aus den Augen lassen. Ja, sehr schade. Nein, das machen wir nicht. Okay. Ja, das ist klar. Also, dass wir jetzt das Ding hier... Okay, das ist offenbar nicht klar. Ich dachte, das wäre jetzt total logisch, dass wir das Ding in Teer tränken und dann anzünden, aber offenbar ist das nicht total klar. Hacken wir doch mal Holz. Jetzt haben wir Feuerholz. Das ist ja großartig. Lass mich raten, mit dem Feuerholz vertreiben wir die Bienen. Weil wir hier das Holz irgendwo hinpacken und dann Feuer anzünden? Nicht? Schade. Ich dachte, der Rauch vertreibt die Bienen dann. Offenbar nicht. Ging es hier eigentlich noch zurück? Nein. Eimer mit Teer. Das ist eine Möglichkeit. Oh, tatsächlich. Immer mit Teer. Wir könnten den Drachen teeren und federn. Oder einfach teeren und anzünden. Oh, wir können bestimmt mit der Goldmünze. Weil man das immer mit Münzen macht. Okay, dann haben wir jetzt eine Schuhschere. Okay, dann können wir jetzt das Schaf... Ah, wir bauen ein Fake-Schaf aus dem Fass. Und scheren jetzt das Schaf. Wir bestreichen das Fass mit Teer. Wolle dran. Und den Schafskopf. Aus weiter Entfernung kann man nicht erkennen, dass es ein unechtes Schaf ist. Hoffentlich ist der Drache nicht wählerisch. Okay. Nichtsdestotrotz brauchen wir aber immer noch die Sachen für den Trank. Also irgendwie brauchen wir noch den Honig. Wir kleben das Schaf mit dem Teer an den Drachen, dann jagt er seinen eigenen Schwanz. Klingt super. Moment, wo kleben wir es an den Drachen? Hat er Feuer? Dann kann ich doch bestimmt hier... Wie praktisch. Okay, dann...
Okay. Dann müssen wir das Ganze jetzt nur noch köcheln. Und zwar wahrscheinlich in der Hütte, würde ich mal schätzen. Hier so. Und das packen wir jetzt mit auf das Schaf. In das Schaf. Und nehmen es mit. Dachte, wir stellen es auf die Wiese, um den Drachen hier wegzulocken, aber dann geben wir es offenbar direkt dem Drachen. That's the best birthday present ever. Mein Gott, ist diese Familie hässlich. Wow, das war ein extrem kurzes Bonuskapitel. Ich hatte mit mehr gerechnet, um ehrlich zu sein. Das waren 45 Minuten oder so? Ich hatte ernsthaft mit mehr gerechnet, aber okay. Das war kurz und schmerzlos, bis auf das eine Minispiel, aber okay. Tja, gut, das, Okay, ist durch. Finde ich in Ordnung. Nein, ich möchte es nicht spielen, danke. Ich möchte einfach sagen, das war Grimmige Legenden 2. Das Lied des dunklen Schwans. Der dritte Teil kommt garantiert irgendwann. Ich weiß gerade, warte mal, wir könnten das nachgucken. Wir gucken uns mal Vorschau Grimmige Legenden 3 an. Gefällt dir Grimmige Legenden 2? Das Lied des dunklen Schwans? Nein. Nicht wirklich. Aber Grimmige Legenden 3 ist ja auch schon draußen. Das heißt irgendwie die finstere Stadt? Irgendwas mit Stadt. Ich weiß es gerade nicht. Oh. Da wollte ich nicht draufklicken. Okay, dann kann ich es auch einfach nachgucken. Moment. Wenn wir jetzt eh schon soweit sind. The Dark City heißt der dritte Teil in der Tat. Also das ist im Spiel rausgetappt, das wollte ich gar nicht. Aber okay. Nun ja. Gut, Grimmige Legenden 3 wird irgendwann kommen. Nicht direkt im Anschluss, da werde ich mir ein bisschen Zeit lassen. Schauen wir mal. Ich kann mich beim Newsletter anmelden, sehe ich gerade. Nein, danke, möchte ich nicht. Ja, ja, das war fantastisch. Danke, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet mindestens genauso viel Spaß wie ich. Yay. Ich gehe mich betrinken. Auf Wiedersehen.